Herzlich willkommen zurück zu Spider-Man Miles Morales. Heute wieder im Kastenarschanzug unterwegs. Ja, wir müssen hier Peters Quest noch machen. Wir sind ja letztes Mal hier gelandet, wollten denn hier gleich weitergehen. Okay. Jetzt kommt die große Nummer. Bei dieser Herausforderung sind alle Kontrollen. Was er uns überlassen hat. Du musst dir die schnellste Route suchen. Geh zur Markierung, um loszulegen. Nur zu, Pete. Auf geht's. Ach, nein, das kann ich doch wieder nicht. Das kann ich nicht unter Zeitdruck. Wo muss ich denn hin? Zumindest die richtige Richtung. Mal, jetzt stell dich richtig rum hin. Okay, da lang. Also, spring. Netzschwung. Ja. Planen und ausführen. Mit einer Millisekunde Spielraum für Fehler. Kein Problem. Kinderspiel. So weit komme ich nicht. So, welcher ist noch offen? Hier sind einfach so... Ich hänge am Baum. Ja. Eine Schwing-Herausforderung, bei der es um spontane Problemlösung geht. Okay. Guter Lehrer Pete. Jetzt müssen wir noch darüber. Hier unten ist auch noch einer. Durchschwingen. Ich wusste den Central Park vorher nie wirklich zu schätzen. Jetzt liebe ich ihn. Ich nicht so. Weißt du, bist mir eindeutig zu zuversichtlich, dass wir die Bestzeit schaffen. Ja. Komm schon. Wir haben die Bestzeit nicht geschafft. Jetzt springen. Nein, du Idiot. Nein, es hat sich nicht... Nein, war es nicht. Na gut, wir haben den Schnellschwung, haben wir gekriegt. Wir könnten es besser, ja. Wir könnten es besser. Okay, also wir hätten es besser hinkriegen können. Ja. Ich war so ein bisschen nervös gerade. Muss ich ehrlich sagen. Vor allem, ich bin schon so oft durch diesen Park mit Sprüngen, Schwingen, dem... Ich habe das alles schon gemacht, ne? Aber trotzdem war ich eben nervös. Okay, wir gucken mal weiter. Wir haben ja hier auch noch einen Anzug. Wollen wir uns den als nächstes holen und mit dem Anzug die Sachen hier abklappern? Ja, ne? Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Okay, hier kommen wir nirgendwo ran. Bisschen mehr Speed. Okay, das haben wir geschafft. Ein Verbrechen. Wo gibt's denn sowas? Doch nicht in New York. Oh nein, jetzt bin ich hier gegen den... Oh, ich wollte so richtig cool raufschwingen in so einem Kreis. Okay, wo sind die denn hier zwischen? Hä? Ah, da unten. Komm schon. Wollt ihr ein Weihnachten ausrauben? Gar nicht zu. Oh, jetzt muss ich die alle kriegen. Kacke. Sieht nach einem Einbruch aus. Ja, ist ein. Kriegen wir die alle? Warte. Du musst hier bleiben. Sonst schaffe ich das nicht. Okay, und jetzt haben wir nur noch einen über. Der läuft weg. Der feige Hund. Komisch, obwohl die in so einer großen Gruppe sind, ne? Haben die Angst vor uns. Wirf drei Gegner mit einem Netzangriff. Ja, das haben wir beinahe. Wir waren ganz nah dran. Obwohl die in so einer großen Gruppe sind, die haben Angst vor uns. Also unser Ruf baut sich auf. Wird ja auch mal Zeit, ne? Wir sind ja schon fast durch. So. Hey, bist du Haley?
Ich bin Haley. Alle nennen dich unser Spider-Man. Meine Freundin Scarlett wollte sogar ein Foto mit dir. Sie kann ja über die App darum bitten. Genki sagte, du weißt etwas über die Störenfriede in Halle? Sie operieren von einem Lieferzentrum am Fluss aus. Ich bin ihnen gefolgt nach der Sache bei der King's Day-Parade. Du hast sie verfolgt? Das war gefährlich. Und mutig. Ich werde versuchen, sie auszuschalten. Danke, dass du aufpasst. Gib auf dich Acht. Ja, wir geben unser Bestes, ne? Okay, mal schauen. Da haben wir aber eine Reise vor uns. Haley hat mir erzählt, wo unsere Gangsterfreunde rumhängen. Ich hoffe, ich kann die Kommunikation mit ihrem Boss lahmlegen. Ich überprüfe nahe Funkmasten und schaue mir das Netzwerk an. Vielleicht finde ich was. Wir können die Verbindung kappen. Fett, ich ruf dich dann an. Ich finde den Vorwärtssalto eigentlich ganz cool, aber das sieht irgendwie eleganter aus beim Runterkommen, ne? Wenn man wieder reinschwingt. Oh. So. Ich dachte erst, wir sind wieder hier an diesem großen Gebäude. Okay. Genki, die Typen sind definitiv... Punktlandung. Ich erledige sie. Vielleicht kann ich so die ganze Operation stoppen. Ring frei, Spider-Man. Die wollen wir alle ausschalten? Da haben wir uns aber... Panzerfaust, dicker Typ. Da. Ey, wir haben hier ja einiges an Gegnern. Den hier, wenn der weggucken würde, haben wir noch den im Weg. Dahinter ist keiner auf der Seite. Und hier auch nicht. Was hat er gemacht? Können wir... Okay, wir konnten den nicht ablenken. Das war genau das, was ich vorhatte. Voll offensichtlich reinstürmen. Absolut. Das ist meine Taktik. Ich wollte doch nur auf dieses blöde Schild, aber der ist dann umgeschwungen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir uns die nach und nach hier wegholen. Macht ja nichts. Mensch, jetzt komm doch mal her, ja. Na gut. Vielleicht haben wir noch mal die Möglichkeit, dass wir die Beine sehen, ne? Die Spinnbeine. Das wäre natürlich richtig cool. Hier könnt ihr wieder haben. Ich brauche das nicht. Oh, trotz, dass das gegen die Hauswand ging. Badezeit. Okay, der ist raus. Haben wir hierfür irgendwelche besonderen Aufgaben? Nee, ne? Oh, der hat aber gesessen. So. Nein, nicht er schon wieder.
Ey, nicht mal mit Schwung. Nicht mal mit Schwung kriege ich ihn weg. Du bist ja in was reingelaufen. Okay, so. Gut, wir haben da oben, da unten Raketen. Oh Gott, wir haben ja noch alles hier. Wir kriegen es nicht. Ich weiß nicht, was da für die Grundvoraussetzung ist. Okay, warte, wir gehen mal einmal hier ein Stück zur Seite. Oh Mann, oh Mann. Oh, wow, Alter, The Flash. Oh, der ist geschockt. Er kriegt alles nur ab. Er kriegt einfach nur alles ins Gesicht geschmissen. Ja, wenn ich doch nur wüsste, wie wir diesen komischen Move gemacht haben. Habe ich vergessen? Beim Dicken geht's nicht. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Gib mal her hier dein Spielzeug. Du olle Sau. Ist mir nicht gegönnt, nochmal die Beine rauszuholen. Okay. Und jetzt da rein. Okay, das war auch ein neuer Move, der war auch cool, aber. Hab ich noch Venomkraft? Nee. Ah, schade. Ich hätte das jetzt so gerne nochmal probiert mit einer anderen Tastenkombination. Ist mir eben gerade erst eingefallen. Mit dem Zahnrad komme ich rein. Mit dem Zahnrad komme ich wo? Ach, hier vorne. Okay. Das hatte ich nicht erwartet. Muss noch mehr sein. Hm. Die scheinen hier mit Mehl gespielt zu haben. Vielleicht haben die Kekse Fußabdrücke gebacken. Die verschwinden. Okay. Okay, hier hat jemand Kekse gebacken und ist dann in die Wand gelaufen. Der gute alte Nicht-Drücken-Knopf. Reich mal drücken. Jeder kennt ihn. Ich habe die Netzwerkdaten. Die Webcam und Raft kommen definitiv von hier. Also die Netzwerkverbindung kappen, den Computer schrotten und das war's mit den Befehlen vom Boss. Genau. Oh, hier können wir nicht durch. Auch wenn wir cool hingegangen sind. Gruseliges unterirdisches Kellerversteck, wo sie ihre Harlem-Vernichtungspläne schmieden. Cool, cool, cool. Das ist wirklich cool. Allein dieser Fahrstuhl, ich will das zu Hause haben. Selbst ohne den Banküberfall schwimmt ihr Boss in Geld. Hier sind noch Handys, die können wir auch mitnehmen. Dann kriegen wir mit, was los ist. Feast Nord. Calebs Friseurladen. Das Umspannwerk. Ihre ganzen Ziele. Geld, Land, Macht.
Dieser Kerl will einfach alles. Ja, oh Gott, hier können wir echt viel untersuchen, ne? Oh, da hat jemand in ein Zoom-Objektiv investiert. Sie wollen mich finden. Deshalb will Pete, dass ich immer die Maske auflasse. Definitiv ein neuer Spider-Man. Der Boss sagt, findet ihn, tötet ihn. Das nehme ich lieber mal an mich. Alles schon cool. Hilfst du mir bei einem Hybridangriff? Klar, aber versuch zuerst V-A-N-E-S-S-A. Vanessa? Wenn das hier dem gehört, den ich vermute... Kingpin. Was soll das? Wer bist du? Oh shit. Fisk? Ein verkleidetes Kind, das so tut, als wäre Spider-Man. Ich kann die Verbindung von hier aus trennen. Halt ihn einfach hin. Fisk, deine Pläne für Harlem sind Geschichte. Verschwinde aus meinem Viertel. Dein Viertel? Wie rührend. Aber wenn du mir in die Quere kommst, leiden die darunter, die du schützen willst. Kingpin, ein Superschurke ohne böse Kräfte. Ohne Superkräfte. Böse Kräfte. Aber wir müssen das rausfinden. Böse Kräfte hat er eigentlich, ne? Böse Mentalität. Das passt zu Fisk. Solange er gewinnt, ist ihm egal, wer zu Schaden kommt. Okay. Ich sollte zum Park zurück. Haley sagen, dass ich mich drum gekümmert habe. Kingpin. Ob wir mit dem auch noch in näheren Kontakt hier kommen werden? Der Superschurke ohne Superkräfte. Trotzdem einer der größten Gegner von Spider-Man. Miles, Haley hat geschrieben. Fisks Leute greifen im CJ Walker Park an. Die haben dich ausgeschaltet. Ein paar haben sich noch im Viertel rumgetrieben. Du musst dich beeilen, sie greifen die Leute auf der Party an. Sag Haley, ich bin unterwegs. Naja, nur weil ich da... Also angenommen, ich würde ein Versteck von einer Gang hochnehmen. Eins, ja? Dann habe ich ja nicht automatisch alle Gangster. Als Polizist jetzt zum Beispiel, ne? Ja gut, wir gucken mal, was wir machen können. Wir sind ja schon fast da. Stellung halten, Leute. Spider-Man kommt. Alter, mit Waffen? Haltet euch vor meinem Viertel fern! Mit Waffen auf Zivilisten. Okay, und jetzt würde ich gerne noch was ausprobieren. Okay, schade. Es geht nicht. Ich habe gedacht, ich krieg so vielleicht die Beine noch. Aber bei Ausweichen ist halt gar nichts. Ah, Zufallsprinzip, mega geil. Oh, ich liebe es. Schade, dass ich das nicht mit Absicht machen kann. Mega geil. Oh, I love it. Okay, das ist ein bisschen kurz. Autsch. Okay, aber dass Kingpin ernster Gegner ist, das merkt man schon, wenn man hier mit den Dicken sich prügelt. Miles, Haley hat sich gemeldet. Alle sind rechtzeitig weggekommen. Sie verstecken sich in einem Laden. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass keiner da war. Sag Haley, dass sie da bleiben soll, bis ich mit denen fertig bin. Mach ich. Oh, der ist schon hinüber. Leider echt nicht kontrollieren. Ich habe meine Kräfte nicht unter Kontrolle. Genauso wenig wie diesen Anzug. Ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist schon dezent too much. Dass die sich sagen, so mit Panzerfaust in so einem Viertel rumballern. Ja.
Oh, der war auch neu. Den hatte ich auch noch nicht. Ey, so viele Moves, die ich jetzt gerade hier entdecke. Das liegt doch nicht an dem Anzug, oder? Liegt das an dem Anzug? Nee. Also gut, das mit den Beinen bestimmt, aber... So, damit haben wir alle Bösewichte vertrieben. Spider-Man, ich muss dir danken. Wirklich, der andere Spider-Man beschützt New York zwar schon lange, aber einen hier zu haben, den ich wichtig bin, mein Zuhause, das ist fantastisch. Okay, die Leute in Harlem sind auf jeden Fall froh, dass sie jetzt ihren eigenen Spider-Man haben. Aber falls dir kalt werden sollte beim Herumschwingen. Oh, das ist ja süß. Das steht dir um Längen besser als mir. Glaub ich kaum. Das ist ja süß. Hoffentlich bis bald. Ja, ganz New York ist halt ein bisschen groß für einen Spider-Man. Hoffentlich hat's noch gesagt. Ne, da hat sie ja schon recht. Fisk ist raus aus Halle. Dank uns. Und jetzt sagt nicht. Mensch. Nein. Ich will mal jetzt mal angucken von vorne hier. Okay, Mensch. Du hast recht. Mit der Weihnachts. Da. Mit Weihnachtsmütze und Schal und Ohrenwärmer. Sehr ulkig. Okay, da haben wir jetzt einen neuen Anzug. Wie ist es so, ja. Eine freundliche Spinne aus der Nachbarschaft? Gut, der ist jetzt nicht so cool, ne? Cool. Muss man schon sagen. Aber wir tragen ihn trotzdem ein bisschen. Sie will, dass ich in ihre Show komme. Ja, super. Also ich find's cool mit der Mütze und dem Schal. Ist eine geile Geste. Nein. Ich meine, oh Mist, was aber ich würde sagen, da war der andere halt schon cooler, ne? Der andere, der Kantenarschanzug. Was, wenn sie hört, dass ich eine Jogginghose trage? Was, wenn sie eine Webcam benutzen will? Oh mein Gott, ich muss mich umziehen. Bis dann. So, hier, wir haben da vorne haben wir gleich eine Zeitkapsel. Die können wir uns doch einmal holen. Halt! Ich komme auf den Zug nicht rauf. Jetzt aber. Wakandanische Flagge. Wakanda. Cool. Nettes Easter Egg. Hey, ich glaube, ich habe dir nie von den Zeitkapseln erzählt, die Finn und ich in der Stadt versteckt haben. Jedenfalls habe ich sie jetzt alle gefunden. Hat mich echt umgehauen. Oh, gab es etwa Hinweise auf die aktuelle Situation? Meines hat mir nur gezeigt, für wie einfach wir die Welt hielten. Ah. Ich war neidisch, wie gut sie ihr Leben geplant hatte. Erst den Klimawandel bekämpfen, dann den Welthunger. Dann wollte sie noch Krebs heilen und noch vor der Rente mit Aliens in Kontakt treten. Dass du von einer genetisch veränderten Spinne gebissen wirst, hättest du wohl kaum planen können. Ja. Mittlerweile stehen die Dinge wohl für uns beide anders. Miles, dreh dich doch mal zu uns. Ach, du ignoranter Typ. Okay. Ja, damit haben wir auf jeden Fall alle Zeitkapseln. Gut, ich habe gedacht, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr Story oder irgendwas, aber okay. Dein Dad und ich sind als Kinder jede Nacht zu diesem Geräusch eingeschlafen. Hat einen guten Beat. Gut. Etwas aus Dads und Onkel Aarons Kindertagen, das mit Rhythmus zu tun hat. Ich muss ehrlich sagen, dass Onkel Aaron immer so eine großen Sprachpausen einlegt. Ich denke immer, der ist fertig mit Reden und dann fängt er wieder an. Okay, einmal abhören.
den Schnee so satt. Ist hier eine Rolltreppe? Nee, ne? Kann man hier runter? Nee, da können wir auch nicht rein. Okay, was könnte das denn für ein Geräusch sein? Ich hätte wirklich früher einkaufen sollen. Was haben wir denn hier? Wir haben die Leuchtreklame. In der Nähe fährt eine U-Bahn. In der Nähe fährt eine U-Bahn. Ja, das war ja auch mein Gedanke, aber... Wir hören ja nichts. Die wird's nicht sein, oder? Okay, das ist schon außerhalb des Gebiets. In der Nähe fährt eine U-Bahn. Ja, das sagtest du schon mal, aber die da oben bringt uns nicht weiter. Ich fand jetzt, das hat sich total anders angehört. Das hat sich total anders angehört. Also ich hätte das jetzt nicht identifiziert. Das erinnert mich an die nächtlichen Gespräche mit deinem Dad. Meistens warten wir uns auf. War der letzte, ne? Oh, das ist auch der letzte? Was ist das hier? Zurück auf Start, Nebenmission, Harlem. Ah, gut, diese Folge holen wir uns erstmal die Kiste. Ich wollte ein Außerirdischer sein. Dein Dad fand immer was Neues. Arzt, Feuerwehrmann, Sozialarbeiter. Er wollte den Menschen immer helfen. Ja, das hört sich nach Dad. Okay, aber das sagt uns immer noch nicht das, was wir... Jetzt hast du fast alles für den Job zusammen. Du hast gerade den Ort freigeschaltet, an dem du das letzte Puzzleteil findest. Viel Spaß. Ah, okay. Der Ort, an dem wir gekämpft haben? Weckt nicht die besten Erinnerungen. Hey, hier drüben! Das letzte Puzzleteil. Was kann ich damit machen? Hi. Ja, ich stehe doch hier. Du brauchst nicht winken. Meine Haare sind festgefroren. Okay. Versuch's mit warmem Wasser? Was soll ich mit der Information anfangen? Stimmt, ja, wir werden jetzt die Nebenmission da hinten machen müssen, um den nächsten Anzug freizuschalten. Und wir haben das hier noch. Aber das haben wir doch eigentlich schon gemacht. Wieso ist das nicht abgehakt? Mit diesen und weiteren Fragen setzen wir uns in der nächsten Folge auseinander, wenn es wieder heißt Miles Morales gegen das Verbrechen. So, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt noch einen schönen Tag, habt ein bisschen Spaß gehabt, gechillt, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, schaltet sehr gerne wieder ein. Bis dann, macht's gut. Ciao.